Ich hab mir gedacht, ich melde mich nochmal zum Jahresend. Was war das für ein Jahr? Mich gibt's ja erst seit dem Jahr. Ende Mai ist das Ferala zum ersten Mal auf Facebook erschienen. Eigentlich war das ja bloß nur so zum Spaß. Ich hör mir nur sagen, wen sollten das Geschmarrig schon interessieren? Aber siehe da, schon im Oktober haben 500 Leute bei mir auf Gefällt mir gedrückt gehabt. Was war sonst noch? Die Spielvereinigung spielt wieder in der zweiten Bundesliga. Nicht schlimm. Waren doch Weltklasse-Aufstiegsfeiern, oder? Und wir waren alle dabei, dass ich das nur erleben hab dürfen. Lauter neue Spiele, weil halt viel von den Aufstiegshelden mittlerweile weg sind. Aber egal, weiter, immer weiter. Nach ewigem Hin und Her ist das alte Parkhotel abgerissen worden. Ist schon komisch gefühlt, wenn ich da heute hinschaue und es ist nicht mehr da. Aber wenn man mal fragt, wer was denn heute noch, wer es dort ausgeschaut hat, bevor das City Center gebaut worden ist. So ist halt der Zug der Zeit. Der Kinoneubau in der Gebhardtstraße ist verkündet worden und die Eröffnung für die Carver prophezeit worden. Der Ronhof soll umbaut werden, aber kein Wort, wann das passieren soll. Das Theater in der Gustavstraße, es wird leider immer schlimmer. Der Halk ist in der Kirchenstraße ausgezogen. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, schaue hinauf und der fehlt mir feuerwerklich. Die NSA horcht uns alle ab, in Ferder aber hauptsächlich in der Gustavstraße. Eilmeldung! Der Kinoneubau in der Gebhardtstraße verzögert sich. Die Eröffnung findet erst an Weihnachten statt. Die große Online-Petition zur Gustavstraße erreicht fast 15.000 Unterschriften. Super, richtig gut. Unser Kerber, Kerberlauf und Kerberzug, das war halt schön wie immer. Fackellauf, da gehe ich auf jeden Fall wieder hin. Das hat mir total gut gefallen. Ich hoffe, dass ich bloß das nächste Mal noch mehr Zuschauer komme. Der Marktkauf wird endlich wieder belebt. Da ist aber auch Zeit geworden. Das neue Trainingszentrum der Spielfreundung ist eröffnet worden. Ich war dabei. Ich bin total begeistert. Wieder ein kleiner Teil, den Mike Kleblatt richtig gut gemacht hat. Der Förder Weihnachtsmarkt beginnt. Das wird von Jahr zu Jahr besser. Besonders der Mittelaltermarkt ist Weltklasse. Das liegt aber an die Mitwirkenden und die Betreiber, lauter Legendheit. Eilmeldung. Der Kinoneubau in der Gebhardtstraße verzögert sich. Die Eröffnung kann erst Ostern 2014 stattfinden. Die neue Mitte hat in der Zeitung eine Illumination mit alt und neu an der letzten stehenden Wand, wäre ja ein bisschen der Blade gewesen, wenn der Event nicht mehr gestanden wäre, groß angekündigt. Ich war pünktlich um 6 Uhr am Bauzaun gestanden und hab den Event beobachtet. Eine halbe Stunde lang habe ich auf kreisende, farbige Punkte gestarrt. Fast alle wartenden Förder waren in der Zwischenzeit wieder gegangen. Um 6:45 seiner Vorbeikummer, der anscheinend das Problem kennt hat. Kurz und knapp hat er alle Umstehenden mitteilt, das Problem ist, der Bäder braucht ein Brett. Ein kurzes Raunen und dann sind wir alle auf dem Weihnachtsmarkt und haben uns da innerlich mit Glühwein illuminiert. Dann war Weihnachten. Eilmeldung! Der Kinoneubau in der Gebhardtstraße verzögert sich. Die Eröffnung findet erst im Herbst statt. Welches Jahr kann man noch nicht sagen? Weil wir mal ja jetzt die gerade entdeckte U-Bahn umleiten. Ich nehme an, es wird eine neue Station geben, Baulskirche. Die Spielvereinigung steht in der Winterpause auf einem Aufstiegsplatz. Der Möbelhöfner eröffnet den Pferd. Die gesamte Möbelwelt in Deutschland macht es in die Hosen. Total aggressive Werbung im Radio und in die Zeitungen. Mensch, wenn die alle Angst haben. Ein Schrabecher der zusätzlichen Autobahnausfahrt. Mein Gott, nun? Wer der Papst in Ringspruch war, haben die Moosbüffel auch extra Autobahnausfahrt gebaut. Und der war bloß zwei Tochtern. Und da regt sich irgendeiner welcher der Höfnerausfahrt auf? Ich weiß nicht. Aber auch einmal Höfner, kann man als Möbelriese nicht eigentlich auch ein Kino brauen? Kümmere dich da mal drum, Höfner. Wenn du das Kino baust,
Dann kann ich mir wahrscheinlich schon zum Feindienst zusammen mit Frau Federler die Danik in Fett anschauen. Ob das Kino dann Höfnes Kleeblatt Kinoballast hast, ist doch mir völlig wurscht. Moment. Halt einmal. Die Danik mit Frau Federler? Na, Höfner, verkauf du lieber weiter deine Möbel. Es passt schon, wie das in Fett läuft. In dem Sinne, euch alle da draußen einen goldenen Rutsch ins neue Jahr. Aber aufpassen mit den Kinderkrachen, nicht dass nur einfach euch was passiert. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr und ich hoffe, mir fällt nur Messerblätz, sag ich euch, weil ein wenig ein Schluch haben wir vorher schon, oder?